Ich bin Martin, ich spiele bei Alois und wir haben jetzt gerade das Album rausgegeben, das heisst Azul. Ich heiße Alois, weil ich komme aus dem Jura und dort ist ein Film gedreht worden, der hinkende Alois. Und ich habe den Namen irgendwie schon dann mega lustig gefunden. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt gar noch nie gesehen, weil er ist irgendwie im Archiv vom SRF und er ist auch gar nie übertragen worden. Also. Mit diesem Album kann man es so ein bisschen in Zusammenhang mit dem Himmel, aber auch ein bisschen mit dem Ozean. Das spiegelt so ein bisschen das Höhenverhältnis, dass man eben ganz weit rauf kann fliegen oder auch ganz tief runter kann tauchen. Mein Freund hat mir gesagt, wenn du dich schlecht fühlst oder wenn du dich depressiv fühlst, dann solltest du auch mal probieren, in den Himmel zu schauen. Und das hilft für eine kleine Zeit am Tag. Und ich glaube, das ist auch das Konzept des Albums, dass die Musik so rausziehen aus dem Alltag. Es hat aber auch viel Zeit gebraucht, bis wir selber davon tanzen im Studio. Und, aber jetzt ist glaube ich, ein Album geworden, wo wirklich beides hat. Die Musik machen dann so viel mit Naivität zu tun, einfach mal ausprobieren. Aber auch etwas wirklich können nachvollziehen und korrekt machen. Das spielt keine Rolle, ob man jetzt 10 Jahre Erfahrung hat oder erst gerade anfängt. Man macht einfach, was aus einem rauskommt. Und ich glaube, das ist auch der falsche Weg, irgendwie Kunst oder Musik wegen Auszeichnungen zu machen. Also ich bin mehr stolz, dass so wie vielleicht auch überkommt, was wir machen und dass wir tanzbare Musik jetzt machen und dass wir das auch auf die Bühne bringen und ein Album haben, das das auch vermittelt.